Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Battle vs. Chess. Im letzten Part haben wir uns hier weiter in der Kampagne des Chaos vorgekämpft und machen jetzt natürlich auch damit weiter, und zwar mit der Schatten der Vergangenheit. Ihr steht nun an der Schwelle zum Reich der Ordnung, strahlend und heiligbar. Aus jeder Pore und mit jedem Atemzug Rechtschaffenheit und Arroganz heuchelnd. Die Scheinheiligkeit der Ordnung widert mich an, und es ist an der Zeit, ihrem Königreich ein jähes Ende zu bereiten. Hier, im Grenzbereich unserer beiden Welten, haben vor Äonen riesige Armeen um die Vorherrschaft gerungen. Bruder gegen Bruder. Chaos gegen Ordnung. Nun wird es wieder so kommen. Die Vergangenheit greift mit ihren blutbefleckten Händen noch immer nach den Belangen der Gegenwart. Auf dem Schlachtfeld hausen die rastlosen Geister der gefallenen Krieger von einst, bereit in die Geschicke der Lebenden einzugreifen und durch dunkle Magie selbst die Strategie des besten Generals zunichte zu machen. Da bin ich aber mal gespannt. Die Figuren in Bauern unterverwandelt und Bauern zu Damen umwandelt. Hä? Ja, was denn jetzt? Oh. So. Ja, okay, machen wir einfach mal. Bin ich mal gespannt. Ja, wir werden erstmal D5 spielen. Den Bauern, den decke ich aber. So, was passiert, wenn ich jetzt C5 spiele, kriegt er eine Dame. Deswegen spiele ich A5, vielleicht kriege ich ja dann auch eine Dame. Ah, cool. Aber ich habe jetzt schon wieder nicht geguckt, wie viele Züge ich brauche. Achso, 30, okay. Ja. Das ist ja dann easy going, oder nicht, wenn ich hier zig Damen kriege. Ah ne, jetzt kriege ich keine mehr, ne? Ja. Jetzt soll ich mit zig Damen. Und er hat nicht eine einzige, ist das nicht ein bisschen unfair? Ach, er kriegt auch eine. Ah, das wusste ich gar nicht. Also dann hat er aber richtig schlecht angefangen. Und dann müssen wir das jetzt richtig schnell schaffen. Weil sonst habe ich keinen Bock, das nochmal zu machen, weil hinterher ist er dann beim nächsten Mal richtig gut. So, Dame F2. Und dann drohe ich matt. Ja, das war's. Das ging ja schnell. Scoreback. Was war mit dir los? Sieg für die Chaosarmee. Und zwar ein lockerer, eine lockere Goldmedaille, würde ich sagen. Es scheint fast so, als ob ihr am Ende doch noch Sühne leisten und euren Namen von der Schuld reinwaschen könnt, die ihr durch die Niederlage bei der Brücke von Ashkalon auf euch geladen habt. Wenn ihr so weitermacht und diese feigen Ordnungsschwächlinge auf jedem Schlachtfeld besiegt, auf dem sie es wagen, sich euch entgegenzustellen, wer weiß, Andromalius, dann könnte euch eines Tages gestattet werden, in die offenen Arme seiner Majestät zurückzukehren und womöglich sogar an der Seite seines Chaosthrons Platz nehmen zu dürfen. Dazu müsst ihr allerdings mehr tun, als nur gewöhnliche Schlachten zu gewinnen und ein Stück der legendären Himmel
Ordensleiter von Bit L nach Hause bringen, das Herz und die Seele der Ordnung. Sollte euch gelingen, was zuvor keinem unserer Krieger und Generäle gelungen ist, wird dies endgültig den Sieg über die Mächte der Ordnung bedeuten. Durch eine glückliche Fügung hat der Feind in seiner Arroganz offenbar einen furchtsamen und schwachherzigen General damit betraut, den Weg zur Himmelsleiter zu beschützen. Macht ihm ein bisschen Angst, bedroht sein wertloses Leben und er wird euch alles sagen. Aha, das werden wir tun. Dreimal Schach, um den Sieg zu erringen. Ah, wie viel Züge? 11. Okay, wir haben ziemlich viele Springer. Werden wir auch einfach raussetzen. Dann gucken, was passiert. Das ist blöd. Ah, ich mach nochmal neu, das war ein scheiß Start. War ein scheiß Start, sage ich euch. Wir werden so beginnen. Ah, okay, er spielt E4. Ja, ich dachte, er haut ihn raus. Okay, 11 Züge haben wir nur Zeit. Den kannst du haben. Spielen wir meine Karten oder nicht? Oh, wir haben gewonnen, aber nicht in 11 Zügen, ne? Ich hoffe mal, es hat noch gereicht. Ein klassisches Schachbrett. Wir sind im Thronsaal. Mal sehen, was das gibt. General Andromalius, ihr habt die benötigte Information erhalten, nachdem ihr ein klein wenig nachgeholfen habt.
Der hasenfüßige General hat euch nur zu gerne alles über die geheime Passage ins Heimatland der Orden verraten und uns damit der Himmelsleiter einen großen Schritt näher gebracht. Dennoch ist der Weg nach Bethel zum kostbarsten Heiligtum der Ordnung noch weit und beschwerlich. Die Ordnungsschwächlinge werden immer verzweifelter, werfen uns Armee auf Armee entgegen und übernehmen dabei erstaunlicherweise sogar einige unserer eigenen Taktiken. Diese Bastarde haben einen mächtigen Zauber gewirkt, der, welch Ironie, Chaos auf dem Schlachtfeld verbreitet. Jeder Krieger, der das Blut eines Gegners vergießt, nimmt die Gestalt seines Widersachers an. Dadurch werden selbst mächtige Königinnen in einfache Bauern verwandelt. Dieser Bastard. Das ist cool. Also wenn wir jetzt einen schlagen, dann werden wir auch zu ihm. Das heißt, ich könnte quasi E5 spielen. Weil er verliert ja einen Springer. Für einen Bauern. Versteht er? Deswegen werde ich den noch mit dem Bauern wieder nehmen. Mal gucken. Hier ist jetzt ganz viel Taktik gefragt. Ich glaube, den kann ich nehmen. Schon die ganze Zeit. Was? Ach nee, konnte ich nicht. Aber er hat mit der Dame genommen, er ist drauf reingefallen. Oh. Idiot. Na gut, hat geklappt. Ah, der Dampfzug, der war scheiße. Das war blöd, mein Läufer, nach E7 zu stellen. Ach ja, wird ein Springer. Stimmt ja. Oh, warum habe ich nicht mit dem Bauern genommen, ich Idiot? Ich kriege ja einen Springer. Oh, das ist ganz schön tricky, das Denken. Thank you.
Ich muss den irgendwie mit Schachs kaputt kriegen. Und dann kriege ich einen Bauern. Aber ich glaube, ein Bauer ist ganz gut hier. An der Position. Auch hier darf auf jeden Fall nicht mehr, das ist praktisch. Ah, er kriegt einen Turm. Ach jo. Ah, wie will ich den denn dann so matt setzen? Gibt es eine Ausnahme für Mats? Normal ja. Oh, das ist doch kacke, wenn er sich so versteckt. Wenn man so gewinnt. Ja, ich weiß, ich kriege jetzt einen Turm, aber sollte ich machen. Ja, wenn sich der König von dem so scheiße versteckt, dann kann man da eh nicht schnell gewinnen. Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, leider. Leider, leider. Das ist jetzt... Ah, nee, noch nicht. Er kann nach C4 rausgehen. Oh, scheiße. Thank you.
So, jetzt haben wir eine aber. Besser spät als nie. Ja, das ist aber eine blöde Aufgabe, ey, wenn der König sie so verschanzt. Ist ja wohl die Höhe. Okay, haben wir tatsächlich nicht die Goldmedaille. Oh, scheiße. Boah, das ist Chaos denn für eine Scheißmission? Ja. Ja gut, wenn man den am Anfang dann immer austrickst, das was ich am Anfang noch nicht so gerafft hatte erst, dann schafft man das schnell. Also hier sind immer so mit Tricks, da gibt es immer so einen leichten Weg, wenn man es raus hat. Aber da muss man auch erst immer drauf kommen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten Part geht's mit der Wiederauferstehung weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.